Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin mit dem John. Hallo, John. Heyo. Und mir natürlich. Hallo, Leute. Ja, wir sind mitten in einem Kampf mit ekelhaften Goblinses. Sieht aus. Aber das sind diesmal keine kleinen Gobbos wie bei Dragon's Dogma, die man mit einem Schlag über den Jordan befördert. Nein, es sind richtig fette, mega eklige Goblinses. Ja, und alle kommen zu. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir die Panzerheinis tot bekommen, John. Das wird echt schwer. Unsichtbar schlürft einen Trank. Okay. Wer davon ist unsichtbar? Ah. Da sind noch mehr? Nee, ich glaube, das ist einer der Waldläufer, denke ich mal. Okay. Jahan, kannst du den überhaupt sehen, ist die Frage, weil Jahan ist in einer extrem bescheidenen Position. Also erstmal sollst du raus, out of hiding. Was können wir dem Typen denn antun, Schlimmes? Gar nichts eigentlich. Ja, und er kann ihn nicht sehen. Ich hatte es befürchtet. Ich bin in einer richtig miesen Position. Gehen wir mal hier hin. Gut, dass du einfach durch Gerlinde durchlaufen kannst. Cool. Total froh. Ach, umhergetastet. Er hat es wieder mal versaut. Na toll. Aber warum ist er vor Gerlinde dran? Das ist neu. Das passiert eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde gerne den Mystiker ausschalten, John. Mystiker? Ja. Okay. Weil der wird gleich... Oh, wirklich Niederschlag, Fehlgeschlag. Das ist halt das Problem, Leute, weil wir zwei Level unter den Schweinen sind. Ja, die lassen sich gar nichts gefallen. Und wir kriegen keine Level. Das ist einfach... Deswegen... Ich probiere es jetzt besser gar nicht mit Madora niederzuschlagen. Zur Not, wenn wir das nicht schaffen, können wir immer noch versuchen, nochmal durchzuschleichen. Mhm. Ja, Rambok würde jetzt auch keinen Sinn... Ja, toll. Nee. Madora ist jetzt auch noch vergiftet. Rambok würde überhaupt keinen Sinn machen. Vor allem nur 29% Chance, wenn ich vor ihm stehe. Wirklich? Ja. Ah, und aus irgendeinem Grund hat John jetzt schon wieder Schaden genommen? Ich bin vergiftet. Ja, aber warum? Ich meine, erst wenn du dran bist, nimmst du doch Schaden. Oh, er krankt auch noch. Na toll. Oh, erkrankt ist nicht gut. Konstitution minus 3, Körperstärkung minus 2. Jetzt kann sein, dass sie gleich keine Sachen mehr tragen kann. Jo, wir brennen. Nee, Leute, das ist doch schon wieder gefailed. Ohne Ende. Hm. Alter, wie sollen wir aber da durchschleichen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das System nicht. Wir sind zu langsam. Mhm. Ich glaube, wir sollten das Mann für Mann machen. Wir sollten einer nach dem anderen dann durchschleichen. Das probieren wir gleich mal. Weil ich glaube kaum, dass wir das hier schaffen werden. Aber wir können ja nochmal versuchen. Das kann was werden. Ich meine, John, hau nochmal drauf. Ich bin ja dran. Mhm. Ja, ich habe auch nur 33% Chance zu treffen. Ey. 33%? Okay, die Zauber sind 100%, aber die machen halt so viel Schaden. Krass. Das ist so lächerlich. Brauche ich gar nicht zu probieren. Das ist halt unser Problem, Leute. Deshalb bringt Leveln auch eigentlich was. Wenn wir nämlich ein Level mehr hätten, würden unsere Trefferchancen hochgehen. Ja, ja. Wenn wir zwei Level über ihnen wären, dann wäre das alles kein Ding. Einfach weil wir immer treffen würden und viel mehr Schaden machen würden. Und sie würden gegenüber uns gegenüber nicht so oft treffen können. Das können wir verhacken. Wir müssen da irgendwie durchsneaken. Ich glaube, diese Goblin-Wachen, die würden uns allein schon jetzt zerhacken. Oh mein Gott, wie weit können die denn eigentlich laufen? Und der Unsichtbare kommt auch noch. Die haben 21 Aktionspunkte. Wo ist das denn bitte fair? Krass. Wir können überhaupt auf Maximum nur 20 haben. Was meinst du, wie viel Scheiße ich machen könnte, wenn ich 21 Aktionspunkte hätte? Ja, das wäre lustig, ne? Das wäre richtig geil, ja. Der Goblin Mystiker ist vergiftet und ein klein bisschen geschädigt. Oh, yay. Aber wir machen ihn normal Schaden, also ich weiß nicht, was das speziell an denen ist, aber ich meine, die haben auch 1088 Lebenspunkte. Das ist so viel. Was wir für ein paar XP noch machen können, ist nochmal nach vorne gehen, ganz am Anfang, weil da steht nur noch ein Goblin rum. Ja. Das wäre per se kein Ding. Ja, da würde ich Gerhan mit treffen. Ich könnte eine Spinne beschwören, aber Leute, ich glaube, das bringt gar nichts. Sollen wir neu machen, John? Ich sehe da keine Chance, ehrlich gesagt. Ich meine, der ist geil. Ja. Oh, guck mal, deinen Unsichtbaren hat er aufgedeckt. Das ist gut zu wissen. Reißschaden deckt die Unsichtbarkeit wieder auf. Das ist cool. Ja, aber ich sehe auch keine Chance, Leute. Also. Aber hey, ich sehe gerade, das ist ja von Gary ein kleiner Feuerball. Dann kann der Mythos ja mit einem großen Feuerball weitergehen. Ah. Ja, mein neues Ziel. Ja, wollen wir mal laden? Ja, ich würde auch sagen, wir laden. Oh, John, wenn dein Charakter irgendwann mal auftaucht und nur ein rosa Tütü anhat, dann weißt du warum. Ne, am Anfang eines Parts. Weißt du warum. So, dann ist jetzt aber immer noch die Frage, wie zur
verdammten Hölle machen wir das hier? Ja. Weil da steht ein Mystiker. Also erstmal müssen wir entkapseln. Wir müssen die Ketten loswerden. Wir müssen das Mann für Mann machen. Das stimmt. Wir müssen das machen, wenn der Typ hier runterkommt. Lass mich mal zuerst versuchen. Gott. Lass mich mal versuchen. Ich speichere nochmal kurz. Gucken, ob es überhaupt geht. Kurz bevor er losläuft oder wenn er losläuft. Wir werden das auf jeden Fall Mann für Mann machen müssen. Ey, wenn diese blöde Wache jetzt hier hinguckt, ne? Ja, okay. Glaub ich nicht. Ich meine, es muss ja gehen. Ich meine, das kann ja nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass wir dafür Schleichen skillen müssen. Das würde es vielleicht vereinfachen. Nee. Aber es kann nicht angehen, dass das notwendig ist. Das sieht so geil aus, ne? Kampf, warum? Wo ist ein Kampf? Hä? Wer hat uns denn entdeckt? Tahan steht da blöd. Aber ich bin durch! Ich hab's geschafft! Wir müssen mit den anderen noch weiter zurück. Ja, okay. Weil irgendwie wurde Tahan entdeckt. Ah, das ist so ärgerlich. Das wird richtig lang dauern jetzt, ne? Ja. Diese Scheißschleicherei, ey. Aber es geht anscheinend, es geht. Anscheinend schon, ja. Aber warum wurde Tahan entdeckt? Das kann überhaupt nicht sein. Und wir gehen einfach mal komplett zurück hier dann. So. Gary Linda aber nicht. Gary Linda geht dahin. Deine Madora ist noch da. Ja, siehst du, ich wollte eigentlich jetzt direkt los. Jetzt muss ich nochmal eine ganze Iteration warten. Ja. Ach, der dreht sich um, der Kerl da. Wann dreht der sich um? Der hat sich gerade umgedreht. Okay, also sie läuft sofort los, die anderen laufen wieder zurück. Machen wir so. Ja, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen rumprobieren, das ist normal. Das geht nicht anders. Das ist eine echt fiese Stelle. Ja. Alle anderen gehen zurück. Madora auch, John, Madora auch. Ja, ist schon unterwegs. Okay. Oh, wow, 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 der kommt ganz schön schnell nah. Oh mein Gott, das ist auf die Millisekunde, ne? Oh nein! Das ist wirklich auf die Millisekunde. Du musst im exakten Moment losrennen. Oh, Mensch. Ich versuche es nochmal. Ich versuche schnell zu sein, direkt loszurennen. Okay, Tahan und die anderen wieder zurück. Ja. Damit der Drecksäckel da uns nicht entdeckt. Go, go, go. So, und jetzt... Oh mein Gott, renn, Gary. Ja, sie hat's geschafft. Oh Gott. Ich bin drüben. Und da steht nur ein Goblin-Waldläufer nochmal rum. Okay. Ja, gut. Hat der andere sich schon umgedreht? Hast du hingeguckt? Nee, ne? Nee, ich hab dich beobachtet. Vielleicht... Speicher mal. Speicher lieber, oder? Ja, da oben ist eine Truhe. Du kannst ja als nächster versuchen, John, dann mach das schon mal. Ich gehe derweil mal da oben zu der Truhe und guck mal. Oh mein Gott. Weil da oben scheint es safe zu sein, da steht niemand rum, dann sammeln wir uns erstmal dort. Aber jetzt hat keine Ahnung, ob sich der blöde Bogenschütze umdreht. Dafür habe ich ja gespeichert. Ist okay, warte mal, ja. Ich meine, wenn er sich umdreht, dann haben wir halt Pech. Ja. Aber ich kann derweil die Truhe plündern, das ist cool. Eine alte Arbaleste. Und ein mittleren Heiltrank. Oh, die Arbaleste ist sogar ganz okay. Okay, da haben wir wieder eine Truhe geplündert. Gott, ich bin so langsam. Ich glaube, du bist zu spät losgelaufen, John, so wie das aussieht. Ich bin zu langsam. Ah, das schaffst du nicht. Nee, viel zu langsam. Warum bin ich so langsam? Weil ich warm war? Nee. Du bist immer langsam. Das ist normal. Du musst loslaufen, sobald er sich umdreht. Dann musst du schon los. Das schaffst du. Aber nur dann schaffst du es. Und du musst halt so los, dass du den minimalen Weg läufst, weil sonst... Du meinst, sobald er schon runterläuft, dann schon? Ja, genau. Sobald er sich umdreht, sobald er sich umdreht, um runterzulaufen, musst du los. Okay, okay, okay. Es geht nicht anders. Gut. Ganz nah an die Palisade. Du musst jeden bisschen Raum gewinnen. Ja, genau, sehr gut. Ja, nee, 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 das ist zu weit. Dann sieht er dich. Du musst im Schatten der Palisade erst noch bleiben. Okay. Und? Direkt auf den Teppich zielen, los. Das schaffst du nämlich, weil er, guck, dieser Kegel geht weg von dir. Und nur dann schaffst du es. Und du musst jetzt, sobald du knapp am Teppich bist, rechts sofort die Dings hoch. Die Brücke hoch. Ja, ja. Sonst schaffst du das nicht. Das ist so knapp getimed. Das ist echt nicht nett. Bist du drüben? Ja, gut, das geht. Ja, du hast locker geschafft. Du hast es diesmal gut geschafft. Geh hoch zu Gary Linde und pass auf, dass der andere Waldläufer dich da links nicht sieht. Du bist da, okay. Sehr gut, dann kommt Tahan jetzt als nächstes. Wunderbar. Was für ein Stress. Ja, ne? Das ist richtig krass, Mensch. Ja. Okay, ich muss dann nochmal eine Iteration warten, das ist nicht so cool. Kann noch Madora, oh Gott. Kann ich Madora jetzt nicht anklicken? Doch, musst du eigentlich. Ach so. Ah, oder doch, geht, mal. Ja. Geht. Ja, doch, es ist zugewiesen dir. Ja, passt.
Aber du machst erstmal, ne? Genau. Wenn wir einen Unsichtbarkeitstrank oder sowas hätten, ne? Das wäre es, ja. Oder ein Unsichtbarkeitsskill. Du hättest einen, du bist Schurke. Ich könnte auch einen haben mit Wasser, glaube ich. Aber die haben wir halt noch nicht. Und du hast ja keinen gekauft, der wäre nämlich Stufe 1 bei dir als Schurke. Okay, das wird sogar eng. Das war vielleicht ein klein bisschen zu früh. Eng, aber passt. Aber wieso rumtrippeln? Das ist so knuffig. Irgendwie schon. Wow, das war echt knapp. Okay, Jahan hat es so ziemlich geschafft. Als nächstes kommt Madora. Geh noch nicht dahin. Ja, erst speichern. Wenn du gespeichert hast, genau. Sehr gut. Ey, wenn der mich jetzt sieht... Ja, oh, der ist so ein Mistvieh, ey. Hat er dich gesehen? Haben wir einen Kampf? Wir haben keinen Kampf. Nö. Er hat gesagt, stopp. Okay, ich bin nur aus dem Schleichen raus. Sehr gut, alles gut. Die letzte Flasche Nektar. Okay, er hat gedacht, ich bin... er hat's getäuscht. Gut, dann können wir machen. Das war knapp. Das wäre jetzt aber auch echt Arsch gewesen, weißt du, wenn der jetzt auf einmal alle alarmiert. Hammer. Ja, jetzt kannst du mit Madora das machen. Gespeichert ist. Mal gucken, was wir jetzt in der Truhe finden. Ich guck das schon mal, Leute. Madora, da, so, hier. Jetzt nur noch eine scharfe Streitaxt und kein Trank mehr, das ist schade. Nein! Ich hab doch... Ja, ich glaub, kannst du mal... Mach Escape und geh zurück. Okay. Dann ist John der noch muss. Du hast Madora zuerst bewegt. Das erklärt John steht natürlich noch einiges. Ja, okay. Oh Gott. Hammerhart, ey. Ja, John? John steht da unten, ja. Immer noch am Stein. Ja, okay. Jetzt habe ich ihn. So, oh mein Gott. So. Oh, schön. Oh Gott. Das ist eine Hölle, Leute. Schleichen in dem Spiel, ey. Da hinten müssen wir wahrscheinlich lang. Hä? Wo sind die? Wo müssen wir denn hin? Ach, da hinten noch über eine Brücke. Ja, moin. Ich glaube, den Waldläufer, da sollten wir töten. Oder zumindest versuchen. Ich glaube, der alarmiert die anderen nicht. Ja, schaffst du locker. Wunderbar. Aber guck mal, wie er trippelt. Das ist so genial. Hat was, ja. Ich finde das klasse. Okay. Oh. Wollen wir... Oh mein Gott, der Waldläufer. Ne? Schweinehund. Aber ich würde sagen, wir versuchen ihn. Jetzt speichern wir erstmal. Genau. Ich wollte eigentlich auch nochmal ein Hard-Save machen, Leute. Was ist das für ein Part? Welchen Part haben wir aufgehört letztens? 70 sind wir schon? Na, ich mache einfach mal speichern. Wir haben nämlich deinen nicht gesaved, das finde ich nicht so gut. Ich sage einfach mal Together Part 70. Ich weiß nicht, welcher das hier ist. Sehen wir ja dann. Leute, ihr wisst ja. Genau. Hauptsache, wir haben Save. Okay. Läuft. Jetzt können wir kurz ja wieder anbinden, aber nur kurz, nur für diesen einen Kampf. Okay. Und dann lass uns den Typen mal fletschen. Ich hoffe, der ruft die anderen nicht, aber wir haben ja gespeichert. Genau. Ja, du siehst was. Und er ist alleine, sehr gut. Alleine kriegen wir den. Und wir kriegen ein bisschen XP. Auch wenn er uns wieder wehtut. Dir sogar 180 und du bist verzaubert. What? Oh, keine Angst, John. Ich kann Verzauberung aufheben, ist alles gut. Dafür ist der Zauber extrem nützlich. Oh mein Gott, ist der wertvoll gerade. Ja. Hammer, dafür kann ich jetzt nichts mehr machen, aber ist ja nicht so schlimm. Ich unterkühle ihn mal. Das heißt nämlich, er kann nicht so weit laufen, glaube ich, oder? Oh, toll, natürlich umhergetastet, du Held. Trotzdem unterkühlst du den jetzt. Ich sage dir. Sind gegenüber Wasserzielen weniger resistent. Ah, wirkt sich negativ auf die Bewegung aus. Okay, leider nicht auf die Aktionspunkte, nur auf die Bewegung. John, du hättest sie durchfeuern lassen sollen durch ihn. Hinter ihn. Dann wärst du nämlich in die Flanke gefallen. Flanke, Und das bringt nochmal Schadensbonus von 10% oder sowas. Also vor allem, wenn nur ein Gegner da ist, aber vor allem auch bei mehreren, immer durch die Gegner durch, wenn es geht. Maximale Reichweite. Also taktisch klug natürlich. Ja. Oh Gott, ich denke schon XCOM-mäßig, John, das ist schlimm. Ich denke schon nach über Deckung und Ambush und so Kram. Oh, der war schön. Das war nicht so gut, weil er ist resistenter gegen Feuer, dadurch, dass er unterkühlt ist. Aber ich könnte ihn noch ein bisschen mehr fackeln lassen. Ja, mach mal. Das Dumme ist, da muss ich mich erst umpositionieren. Kann ich... gehen wir mal einfach hier hin. Ja, ich glaube, das wäre okay. Oh, wie der Stein immer noch auffällt, ne, den Kram. Aber ist egal. Zumindest drei treffen ihn damit. Gut. Das reicht mir. Hauptsache nicht mal Dora.
Ah, immerhin. Vergiftet fehlgeschlagen, really. Schade. Jetzt ein Feuerball da rein, das wäre wunderschön. Hm. Können wir die Wolke elektrisieren? Aber ich ist gewandert, ich kann nicht mehr. Du brauchst, ich darf einen Punkt. Ich habe 2 Meter, die ich gehen kann. 2,3 Meter sogar, cool. Das kann man so richtig schön ausloten, das finde ich super. Komm. Schade, die Giftwolke kann man nicht elektrisieren. Ich könnte eine Dampfwolke elektrisieren. Ja, lass Madora, du wirst aus der Ferne machen. Ja, natürlich. Ich könnte es mal probieren, aber meistens klappt es nicht. Nee. Weil die halt so Schaden. Das ist halt das Problem. Dadurch, dass sie so hoch über uns sind, auch wenn es nur 2 Level sind, was hier viel ist im Spiel. Ja, das ist echt viel. Das macht's aus. Ja, dadurch sind die so resistent gegen alles, was wir machen können an Crowd Control. Und das ist, was uns in so eine schlechte Position bringt. Wir können nicht mehr kontrollieren, wen wir aus dem Spiel nehmen und sowas. Ja, das stimmt. Das ist richtig, richtig krass in diesem Spiel. Ich meine, ich finde es extrem cool, aber ist trotzdem extrem krass. Wie weit kann ich rangehen? Ja, guck mal, wunderschön. Und die Wolke ist noch schön explodiert. Wunderbar. Jetzt ist er warm, beim nächsten Mal wird er brennen. Mhm. Das Dumme ist, er kann ihn jetzt nicht wirklich brennen lassen, aber. Hm. Mal gucken, was Luft bei ihm macht und ob ich ihn blenden kann. Mhm. Naja, blenden kann ich ihn auch nicht, das ist natürlich typisch. Geht gar nichts. Hm. Aber die Kampfmusik ist auch geil in dem Spiel. Fällt mir gerade so auf. Die ist echt wunderbar. Ja gut, mit Madara kann ich jetzt nichts machen. Lass sie die Punkte sparen, ja. Punkte sparen ist auch eine gute Sache, wenn man es sich erlauben kann. Ja. Leider bist du gerade ziemlich down, John. Ja, ein bisschen. Ich habe halt auch nur 33% Chance, deswegen, auch wenn es nichts... Ich mache jetzt halt wieder einen Pfeil auf ihn, einen Feuerpfeil, ja, oder? Dann brennt er doch, oder? Ja, würde er. Doch, ja gut, du hast genug Pfeile, komm, hau einen raus. Ja, eben. Warum nicht? Bitteschön. Weil die treffen definitiv... Nee, fehlgeschlagen. Damit. Ist doch noch ein Prozentsatz. Aber ich kann auf jeden Fall mit 120% warm verursachen, jetzt brennt der Penner. Yeah. 120% wegen der hohen Intelligenz. Krank. Richtig, richtig krank. Und weil es so schön ist, nochmal richtig schön ins Feuer rein. Richtig schön rein dippen, ne? Ah. Klasse, oder? Warum auch immer jetzt ein Ausrufezeichen über dem Kopf hat, hat er uns jetzt gesehen. Will er uns was sagen? Normalerweise, oder, ne? Wollen sie uns dann was sagen? Ja, sollen wir mit ihm reden? Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Zu spät, wir wollen ein XP! Ja, das ist das Problem. Das ist das Gute, dass wir so viel Magier haben. Magier haben 100% Trefferchance. Mhm. Aber du nicht und Madora auch nicht. Das ist natürlich dann nochmal extra Problem. Ja, stimmt schon. Bei Magier wird aber, glaube ich, der Schaden dann ein bisschen skaliert in der Richtung. Nein, ich will den nicht. Ich will nicht blitzen, ich will heilen. Okay, heilen wir uns schnell hoch. Ja. Und versuchen wir dann weiterzukommen. Aber ich würde sagen, die kleinen Gruppen können wir echt abgreifen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig. Das ist es wert. Und wir brauchen die XP. Ey, wir brauchen noch fast 50.000 XP. 40.000 und ein paar zerquetschte brauchen wir. Wir müssen da drankommen an das Level ansonsten. Ja. Ein Level, Leute, würde uns schon so viel helfen. Ja. Das meinte die gute Studio 5 nämlich auch, dass das eigentlich gar nicht so viel Unterschied machen würde, außer wir würden natürlich irgendwas wie Stärke oder Intelligenz oder sonst was skillen. Aber das stimmt ja nicht so ganz. Goblins da, die pennen alle. Da müssen wir uns durchschleichen. John, Schleichmodus. Da ist ein Tisch, ein leeres Glas, ein Kartenspiel. Oh mein Gott, guck mal, wie man da uns sehen würde. Ah ja, ne, da ist die Brücke. Mhm. Wieso sieht man uns so stark? Wir laufen doch. Ich sehe nur einen möglichen Weg. Wir müssen uns wieder entketten. Okay. Wir speichern. Pass mal auf, ich zeig's dir. Madora muss auch noch in den Schleichmodus. Mhm. Also ich versuche das jetzt mal. Es gibt nur einen einzigen Weg. Und das ist nur die Hoffnung, dass wenn man auf sie... tritt... Ja, hoffentlich. Weil das sind eine ganze Menge. Alle Stufe 12, John, die hauen uns in einer Runde weg, ne? Wenn wir die wach machen, dann... Ich sehe keinen Weg mehr, der Weg ist gerade weg. Guck mal hier, ich wollte jetzt einfach an den Töpfen vorbeigehen, da war eben nämlich noch dicht. Ah, warte mal, wir müssen zickzack laufen, fürchte ich. Ich frage mich, ob ich den Heiltrank mitnehmen darf. Ja, da kannst du... Nein! Warum rennt sie so dumm? Was soll denn das? Ich habe ihr gesagt, sie soll zu dem Feuer laufen. Und sie haben aber auch einen sehr leichten Schlaf, muss man sagen. Ja, ehrlich. Kann man die Töpfe nicht verschieben und dann durch?
Das liegt nicht an den Töpfen, dass sie mich da sehen können, liegt an ihrem eigenen Dingsbumsgedöns da, bla. Mhm. Sichtfeld, Madora muss wieder schleichen. Das ist das Problem. Ich speichere hier nochmal. Ich werde jetzt auf jedem Schritt hier speichern. Aber das ist es. Ich wollte an dem, der da liegt, vorbei. Aber ich komme nicht vorbei. Mhm. Jawohl, vielleicht wenn ich... Ja, aber guck mal, da wo die Töpfe sind, da ist Sicht. Da können die mich sehen. Ja, warum auch immer. Also das kann ich auf jeden Fall, vor allem mit Telekinese. Mhm. Vielleicht... Ah, warte mal. Vielleicht geht's ich kann ja die doch. Sicht damit blockieren mit denen. Ah. So ein bisschen, weißt du? Dass wir den jetzt einfach da hinstellen. Ja, wenn du jetzt mittig gehst, das geht vielleicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert schon. Doch, bist du jetzt schon. Jetzt die noch weg? Oh. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ey, das ist so eine Millimeterarbeit, Leute. Was ist das denn? Das hätte man aber auch ein bisschen netter gestalten können, oder? Aber hey, ist mal was anderes, also. Ja, natürlich, aber ich find's trotzdem ein bisschen haarisch. Für das System, das ist jetzt kein Dishonored oder sowas, weißt du, wo es ein richtiges Schleichsystem gibt. Oh mein Gott. Das haben sie ein bisschen übertrieben, finde ich. Einer dahin, ohne die zu treffen, bitte, dankeschön. Einer dahin. Ich glaube, den einen habe ich getroffen, deswegen ist er aufgewacht. Vermutlich. Okay, ich speichere nochmal. Oder ich habe mich nur zu weit bewegt, das könnte sein. Aber guck mal, da rechts, da wo der Topf steht, da ist grün. Da komme ich nicht durch. Aber links. Der linke Topf. Da durchstängelst. Oh, das ist so eklig, Leute. Es geht. Ja, es hat funktioniert. Frag mich nicht wie. Oh Gott, da hinten steht wieder eine Panzerwache. Wir dürfen hier auf gar keinen Fall kämpfen, John. Ja gut, aber vielleicht können wir den einzeln bekämpfen. Ich muss ihn versuchen, da hinzustellen. Und dich oh mein Gott. Da hinstellen, bitte sag, dass das funktioniert. Warte, ich... Okay, jetzt speichern. Vielleicht kommen wir so da durch. Jetzt latscht durch. Ja, das Dumme ist die Wache. Die sieht dich doch nicht, oder? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wenn die sich gleich umdreht. Ich positioniere mich mal so, dass sie mich hoffentlich nicht sieht. Ich guck gerade nochmal weiter. Mhm. Aber da sehen wir erstmal noch keinen. Oh mein Gott, das geht noch eine ganze Ecke weiter, John, ne? Ja, ja. Aber eine ganze Ecke, sag ich dir. Okay, Alter. Dann probiere ich mal mein Glück. Ich meine, aufgeräumt hast du ja schon. Have fun, ja, have fun. Gut, dass ich Telekinese habe, Leute. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht, finde ich. Ja, ja. Hoffe so. Ich. Welcher Stein bin ich? Ah, ne, ich bin der Busch, okay. Welcher Stein bin ich? Ich komm direkt hinter dir her, geh ruhig vor, geh ruhig hin. Achso, du darfst mir nach, okay. Ja, ich dachte schon, ich bin noch angekettet. Nee, ist alles gut. So, damit wir hier ein bisschen schneller sind. Ja. Ja, denk dran, keinen berühren. Oh mein Gott. Sehr, sehr gut. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber es scheint zu funktionieren. Madora jetzt. Oh I don't really get it. This game, man, this game. Oh. Okay, Madora. Die Steine sehen auch noch so gleich aus, das ist so geil. Ja, super. Sind noch, nicht nochmal speichern, ich fühle mich mit dem Stein noch kloppiger. Du musst nicht auf den Stein achten, du musst auf deine Füße achten, die sind wichtig. Ja. Währenddessen gucke ich mich hier schon mal ein bisschen um, in der Hoffnung, dass hier keiner ist. Oh, es wäre so gut, wenn der Weg jetzt... Oh nein, nein, da kommt einer gelaufen. Ne? Echt? Schon, da kommt einer gelaufen. Wenn der hier hinguckt, sind wir tot. Mal gucken. Nein, der guckt momentan noch nicht hier hin. Madora, geh vor. Oh mein Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Guck mal, der läuft einen geraden Pfad lang. Vielleicht sollen wir den echt platt machen, John. Vielleicht sollen wir den einfach platt machen. Ja. So ein Säbelrassler. Der Einzelne. Ich meine, da kommt kein Ed. Da ist eine Palisade, da ist Gift. Oh mein Gott, wo können wir denn hier überall lang? Wenn wir links vom Weg abweichen, haben wir es vielleicht ein bisschen einfacher zur Mine, weil dann führt das direkt zur Mine. Rechts rum sieht es noch ein bisschen schwieriger aus und da scheint auch wieder so eine größere Gruppe zu kommen. Okay. Ja, John, das ist ein Einzelner. Komm ja, hier komm. Hin. Machen wir fertig. Alle hier sammeln und platt machen den Typen. Es ist Angriff der Steine und ein Busch. Nee. Angriff der Steine und ein Busch. Komm her. Ah, oh, crap. So. Was war das? Wir haben noch ein paar mehr angelockt. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Warte, Gott, die sind ja auf der Brücke, okay. Aber die könnten wir noch schaffen, wenn wir den hier schnell niederrocken. Probieren wir's. Aber der hier muss richtig schnell sterben. Die 1000 Punkte müssen wir ihm reinrocken ohne Ende. Mhm. Oh, jetzt haut er natürlich noch Gift rein, der Senkel, ne? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Da kommt nämlich wieder so ein Krieger und noch ein Mystiker. Und die Mystiker sind dreckig. Das wird vor allem, weil wir sie nicht niederschlagen können. Das wird böse. Der hat einen fetten Knüppel. Oh mein Gott, er gibt ihn beschleunigt. Sollen wir doch nochmal versuchen zu schleichen? Wir müssen durch die Palisade durch, dann schaffen wir das.
Ich will die nicht bekämpfen, John. Könnte anstrengend schon, werden, ja. Oh, der Typ ist schon, der ist warm und beschleunigt. Weißt du, der hat so schon 21 Punkte. Weißt du, der hat jetzt 25. Der kann sicher 4 Attacken machen, wenn er hier hingelaufen ist noch. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ja, nochmal schleichen. Ja, wir versuchen es nochmal, Leute. Das hat so keinen Sinn. Oh Gott. Habe ich nochmal gespeichert? Kann sein, dass Madora jetzt nochmal durch muss, oder? Mal schauen. Ich würde gerne überziehen, bis wir zur Mine kommen. Ja, die Mine. Ich würde echt gerne. Ja, Madora überziehen. Muss nochmal durch, okay. Jetzt bin ich, egal. Okay. Weil wir sind nah an der Mine. Wenn wir durch die zerschlagene Palisade kommen. Hast du. Kann man nochmal laden. Oh crap. Madora. Ja. Ach, Madora, ehrlich. Ja, ne? Ah, wirklich, Mensch. Die kloppige Mädchen, Frau Mädchen. War auch. Ich weiß noch nicht, ob wir die Palisade zerschlagen können, ohne die zu aggroen. Ne? Aber es muss ja eigentlich gehen. So, ich gehe mal hier hin, wo mich hoffentlich nicht sehen kann. Sobald der Typ wieder zurückgeht. Ja, wir haben eine winzige Chance. Wir müssen durch diese Palisade durch und schneller hoch. Und dann müssen wir durch Gift durchlaufen. Oh mein Gott, eine Falle. Wo wir kein Fass haben, um sie auszuschalten. So. Ey, Leute, das ist doch richtig Arsch, das hier. Meinst du, John, dass wir nicht noch 1-2 Folgen machen können? Oh. Nein. Warte, nein. Oh, damn it. Du Miststück. Ich hab nicht richtig klicken können. Ich war zu langsam. Der hat mich dann gesehen. Ich hätte wieder in Verstecken gehen können und zurückgehen können. Dann wäre er ganz normal weitergelaufen. Ich dachte nicht, dass er mich da sieht. Ich bin hinter einem Gegenstand, Leute. Wir können da auch keinen sehen. Das stimmt allerdings. Das ist mein Dreck. Sorry, ich werde speichern, sobald du mit Madora wieder hier bist. Okay. Wir haben nur die eine Chance. Ah! Wenn wir zurückgehen. Was zur Hölle tust du da, John? John, der Weg ist nicht so schwer. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ah. Der Weg ist doch nicht so schwer, John. Ja, für Mador schon. Quatsch. Also so ein Quatsch. Soll ich sie schnell da durchführen? Nee, ich hab's schon ein paar Mal geschafft. Ne? Mhm. Du brauchst gar nicht so hin und her zu wursteln. Ihr könnt einfach in 2 Schritten da durchgehen. Genau, sehr gut. Speicher. Genau. Dann. Jetzt beide zu mir. Mhm. In der Hoffnung, dass er uns jetzt nicht sieht. Das ist, weil unsere Charaktere so blöd liegen. Ich habe immer auf dich geklickt, nicht auf Jahan. Deswegen hat das nicht funktioniert. Ja, aber du bist ein bisschen weit vorne mit Madora. Geh zurück! Zu spät. Du solltest doch zurückgehen, John. Ja, ich war gerade. Andere. Du kannst doch schnell auf Madora klicken und zurückgehen. Der sieht dich nämlich nicht, selbst wenn du nicht geschlichen, also wenn du nicht schleichst. Also wenn er sagt, ich habe da was gesehen. Leute, ich hatte nicht gedacht, dass er noch fehliger werden kann, aber irgendwie ist dem so. Ja, es geht immer mehr. Ich werde es gleich mit Gary Linde versuchen, einfach mal losrennen. Hä? Okay. Ja, jetzt sind wir safe, glaube ich. Jetzt nehmen wir auch seinen Sichtkegel. Ja. So. Schnell hinterher. Ich versuche die Palisade zusammen zu kloppen. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, ob das klappt. Down. Madora wäre da sicher besser geeignet. Mhm. Oh mein Gott. Nein! Nein, das ist halt wichtig. So, ich speichere jetzt nochmal. Ich will das schaffen, verdammt. Danach ist das relativ einfach. Dann zirkeln wir einfach nur noch die da hinten durch, sobald er hier wieder. Weil wir haben Zeit, die Zeit ist da. Ja. Oh Mann. Jetzt sogar einen Charakter schon mitbringen können. Dann hätten wir das sogar schneller geschafft. Nein, wieso? Ah. Wieso sehen die mich dann immer? Verstehe ich auch nicht. Das ist doch Bullshit. Ganz ehrlich, Leute, was soll denn der Quatsch, ey? Oh, damn it. Ich glaube, ich dürfte nicht stehen bleiben und wieder versuchen zu schleichen. Ich muss einfach durchlaufen. Ganz schnell. Vielleicht. Einfach weg. Wenn ich da die Palisade kaputt habe, einfach weg. Könnte funktionieren. Dann kann man sogar schon zu ihm hin. Der sieht dann gar nicht mehr, weil er sich nicht mehr so umdreht.
Renn, renn, Gary Linde, renn. Okay. Ich weiß, dass der Part vorbei ist, Wecker, danke. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, hier sind überall Minen. Minen, okay. Oh mein Gott, hier sind überall Minen, John. Schön. Und da ist noch irgendwo eine Mine, sie hat noch was entdeckt. Leute, das ist nicht so geil. Ich probiere jetzt noch was, ich speichere. Aber ich probiere jetzt noch was. Ich will jetzt versuchen, die Minen auszulösen. Mach das. Sie dürft mich hier nicht sehen. Au. That hurt. Warum bin ich davon getroffen worden? Ach, weil da noch eine war. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir können doch noch ein bisschen Regen machen. Es könnte sein, dass wir uns dann schlechter sehen können. Ne? Hätte ich mir vorher dran denken können. Könnte natürlich sein. Dahin sind noch mehr Fallen und ich habe keine Ahnung, wie wir die ausschalten sollen. Da ist nämlich noch Gift, Giftwolken. Daran. Okay, also Gary Linde ist safe. Jetzt kommen die anderen dran. Ist er schon wieder zurück? Nein, er steht noch da. Der braucht ganz schön lange. Ach, du bist schon durch. Ja, sehr gut. Das ist super. So. Wir überziehen das jetzt noch, zumindest bis da hoch. Die Minen sind ausgeschaltet, John. Geh noch ein Stück weiter zu Gary Linde, bitte. Wenn das safe ist. Und gleich bring Madora mal zu Jahan, weil da seid ihr safe. Und wir laufen jetzt zusammen da los. Komm, mach schnell. Zap, 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 zap. Ich bin noch gar nicht da. Ich hab grad. Ja, schneller, schneller. Der John, der läuft gleich los. Ja, wir müssen jetzt los. Komm, auf. Das schaffen wir. In einem Zug hier. Schaffst du auch noch. Mach schnell. Okay. Jetzt einfach durchlaufen. Und hoffentlich sieht uns dieser blöde Mystiker nicht. Warte, momentan noch nicht. Wenn er dich sieht, lauf. Lauf einfach. Einfach nur durchlaufen. Sehr gut. Sehr gut. Das haben wir geschafft, Leute. Geil. Alter, ist das gefährlich hier. Ich glaube, da werden wir gar nicht durch. Ich mach was ganz anderes, macht auch mal Spaß. Ist krass, ja. Ist richtig krass. Ich weiß nicht, wie wir durch die anderen Fallen kommen sollen, weil wir haben keine Fässer und nichts. Meine Güte. Was wir da drauf werfen können, aber auch kein Stein. Wir hätten vielleicht mal Steine mitnehmen sollen. Aber das ist der strikte Weg zur Mine. Also, wenn wir da durchkommen, dann haben wir's. Ja, das stimmt. John, wir müssen noch ein Part aufnehmen, los. Leider nein. Oh, tut mir leid. Ja, Leute, dann müssen wir den Part hier leider beenden, weil der John nicht will. Ja, für euch geht's ja eh wie gewohnt weiter, ne? Es ist nur für uns. Ja, mal schauen. Vielleicht geht's für euch wie gewohnt weiter. Ja, wir bemühen uns. Ich bemühe mich. Okay, Leute, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity Original Sin mit dem John und mir. Jo, macht's gut. Tschüss.